Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinen Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Und ich habe heute für euch ein Action Haul und ich zeige euch, wie ich meine Stempel von Lavina verwalten werde. Wollen wir das mal so sagen. Ja, ich bin immer noch nicht ganz wieder fit. Ja, es ist ein bisschen zäh, aber ich glaube, das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Genau. Also, ich habe mir diese jetzt diesmal mitgenommen, weil sie diese kleinen Pakete nicht hatten. Das war auch gehende Leere gestern bei uns bei Action. Die räumen mal irgendwie die Regale um, weil die Sprinkleranlage repariert werden muss. Und ja, das ist schon alles ein bisschen doof, weil wir hoffen einfach, dass wir da nochmal die neuen Sachen kriegen. Und das gab es eben halt alles nicht. So, dann habe ich mir das mitgenommen. Das ist so ein Peeling. Und das benutze ich immer. Es ist sehr gut. Kann ich gut ab. Ne? Und da braucht man auch mal nur ganz wenig von. Und ich gucke ja immer auf Schadstoff. Ich habe ja diese App, die die Sachen auf Schadstoff prüfen kann und das ist schadstofffrei, also kein Mikroplastik und sowas alles da drin. So, und dann habe ich die mal mitgenommen. Das sind Liquid-Stifte und ich habe ja jetzt für die Lavina-Sachen habe ich ja solche Stifte von, wie nennen die sich hier? Die hat sie nämlich auch immer. Komm her. So. Diese hier von Posca. Das sind auch so eine Acrylstifte. Die sind total gut und kosten auch ein bisschen was. Und ja, die probieren wir gleich mal aus. Dann habe ich mir zwei Kästen mitgenommen, um die Lavina-Stempel reinzumachen. Dann habe ich mir hier jede Menge Laminierfolie mitgenommen. Ne, die kostet ja nichts. Das ist ja echt Hammer, ne? Wie günstig die ist. Und damit werden wir auch noch ein Lesezeichen gestalten. Das zeige ich euch dann auch noch mal, wie das geht, damit tolle Lesezeichen zu gestalten. Man kann ja mit Laminierfolien so viel machen. Und dann habe ich mir diese Hüllen noch mitgenommen. Da soll das Ganze dann rein, die Stempel. Und dann habe ich mir natürlich auch das Laminiergerät mitgenommen. Aber das zeige ich euch gleich alles. Wir werden jetzt einmal ganz kurz die ausprobieren hier, ob das eine Alternative zu diesen teureren Stiften sein kann. Die waren bei uns in der Schreibwarenabteilung. Also nicht in der Bastelabteilung, sondern in der Schreibwarenabteilung. Also erstmal ist das so, man muss die nicht schütteln. So, dann mal gucken. Ach so, okay. Ja, aber Punkte kann man damit auch mega cool setzen. Ja, das finde ich schon mal cool. Ja, ist kein Vergleich zu den anderen. Kein Vergleich, aber ist eine Alternative, würde ich mal sagen, dazu. Ich nehme gleich mal ein. Dann machen wir damit auch mal Punkte. Das ist ein bisschen Richtung Neon. Das ist natürlich sehr schön, weil die dann auf den Sachen sehr gut zu sehen sind. Noch hier mein, mal gucken, wo habe ich das jetzt hingepackt? Genau, das ist ja immer mein Versuchsding hier, wie ich da schon drauf rumgeduddelt habe. So, da wollen wir mal gucken, ob wir da auch, wie das so aussieht, wenn man das auf diesen Karten macht. Schon, ja. Kriegt er auch kleine Punkte mit hin. So,
Und jetzt holen wir mal den rosanen. Upsala, ich falle auseinander. Ja. So, das sind dann die Stifte hier. Ja, aber ich würde mal sagen, so, machen wir gleich mal. Den pinken dagegen. Also Poca, Posca, Uni Posca sind das. Da kann man auch Steine mit bemalen, mit diesen Poscas. So, und jetzt wollen wir hier nochmal gucken. Ja, also durchaus. Eine Alternative. So. Doch. Zeige ich euch jetzt mal so in die Kamera. Durchaus eine Alternative zu den Stiften. Ja, das finde ich gut. Ne? Und dann hat man auch schöne Farben, die man dazu benutzen kann. Genau. So, da bin ich wieder und zeige euch mal das Ergebnis. Also die sind ja immer in diesen tollen Verpackungen drin. Ne? Und ich mache das ja ganz viel bei Kloblen, dass ich das immer wieder in die Verpackung mache. Aber bei Lirvina ist das so, dass ich dann immer ganz viele Stempel brauche, um die Zähne zusammenzusetzen. Und das ist nervig, rein in die Verpackung, raus in die Verpackung. Und da habe ich gedacht, das geht doch bestimmt mit so einem Laminiergerät. Und hier habe ich jetzt, das machen wir auch gleich einmal. Ja. Genau, die Hüllen habe ich dann so geschnitten. Da habe ich jetzt 300 Gramm Papier drin. Ich könnte eigentlich auf der Rückseite auch was machen. Ne, ich mache das nur auf der Vorderseite. Dann brauche ich nicht immer hinten gucken, dann kann ich das so durchblättern. Genau, und das kommt dann so in die Hüllen. Dann brauche ich mir, wenn ich dann den Stempel haben will, brauche ich mir den noch hier abnehmen und kann ihn anschließend hier wieder drauflegen. Genau, dann kommt das hier so in die Hülle drin, dass das so ein bisschen geschützt ist. Und dann kommt das alles hier in dieses Körbchen rein. Und dann brauche ich nachher bloß blättern und brauche mir die immer nur rausnehmen. Und das ist viel einfacher. So, das packen wir jetzt mal beiseite. Und dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. So, als erstes habe ich hier meinen Schneider. Da muss ich natürlich, ich will mal gucken, ob ich euch noch ein bisschen höher mitnehme. So. So ist, glaube ich, ein bisschen besser. Da habe ich jetzt meine Schneide, meine aktuelle, mein aktuelles Messer. Habe ich da so einen Sticker drauf gemacht, damit ich weiß, das ist mein aktuelles Messer. Weil für die Folien nehme ich immer das alte Messer. So, dann habe ich hier 300 Gramm Karton. Ich weiß gar nicht, wo wir den her haben. Ich glaube mal von Crafters habe ich den, glaube ich, mal her. So, und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, wie ich den schneide, weil der muss ja ein bisschen kleiner, weil da muss ja Platz sein, dass das drumherum laminieren kann, weil sonst hält das ja nicht. So, und dann schneide ich hier erstmal 1,5 ab. Und schneide das auf 28. Und schneide mir das jetzt einmal durch auf 14. Da habe ich das genau geteilt. So, das habe ich schon mal. So, dann geht das weiter. Dann mache ich mir jetzt hier mit dem Lineal. Und wo habe ich jetzt meinen Stift hingepackt? Da. Mache ich mir jetzt hier so Linien, damit ich weiß, welche Stempel das ist. Ne, wenn ich dann mal neue kaufen möchte, dass ich dann weiß, ob ich den schon habe oder nicht. Ja. Wer ist denn übrigens von euch
in Hamburg am 27.10., das ist ja mein Geburtstag. Und da kriege ich ja als Geburtstagsgeschenk die Messe in Hamburg geschenkt. Also, dass ich da hingehe mit Schatzel. Und würde mich freuen, wenn ich vielleicht den oder wenn wir den einen oder anderen treffen. Genau. Und ja, wenn ihr fragt, was ich mir wünsche, ich hatte ja gesagt, Lavinastempel wünsche ich mir. Aber ich denke, wenn der eine oder andere mir da gerne was zukommen lassen möchte mit so tollen Lavinastempel, ist das ja natürlich doof, wenn der eine jetzt, sagen wir mal den Fuchs, den habe ich ja noch nicht, wenn der eine den Fuchs kauft, der andere kauft auch den Fuchs und der nächste kauft auch den Fuchs, dann habe ich dreimal den Fuchs. Das ist doof. Genau. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, also wenn ihr mir ein Geburtstagsgeschenk machen möchtet, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir einen Gutschein schenkt. Und zwar habe ich jetzt gesehen, es gibt bei Amazon die Lavinastempel, dann gibt es die bei Monis Bastelkiste, glaube ich, heißt der Shop. Habe ich jetzt gerade nicht da. Und natürlich bei Stempelmühle. Genau. Und wenn ihr mir da vielleicht einen Gutschein zukommen lassen möchtet, würde ich mich natürlich riesig freuen. Suche ich mir dann die Stempel aus. Und dann sage ich, ich werde dir aber auch dann zeigen, von wem ich welche Stempel denn mir geholt habe, damit ihr das dann wisst, wenn ihr mir einen Gutschein wollt. Es ist kein Muss. Nur falls ihr auf die Idee kommen solltet, mir was zu schenken, würde ich mich da natürlich am meisten drüber freuen. Weil alles andere habe ich ja schon und Lavinastempel ist einfach, ja, ist einfach total cool. Ich bin total auf den Lavina-Trip im Moment und genau. Ja, das nur mal kurz am Rande. Also ist kein Muss, ne? Ich habe euch trotzdem gern, auch wenn ihr das nicht macht. Aber ich dachte mir einfach, ich sag das mal, also ich hoffe, ihr seid mir da auch nicht böse drüber, weil ich weiß ja, letztes Jahr, da haben ja ganz viele von euch mir echt tolle, tolle Sachen geschenkt. Einige werde ich auch noch zeigen, da war nämlich ein Adventskalender bei von Harry Potter, den mache ich ja dieses Jahr erst auf, den zeige ich euch und dann habe ich ja dieses tollen Adventskalender mit den Stempeln bekommen. Und die zeige ich euch auch. Das wird demnächst mal sein, dass ich euch das zeige. Genau. Und ja, und ich hatte gedacht, bevor ihr denn vielleicht nicht wisst, was ihr schicken möchtet, wollt, wie auch immer, habe ich gedacht, es ist dann so ein Gutschein, was echt toll ist. Ja, ja, gut. Also es soll kein Betteln sein, ne? Also, nee, nicht bitte falsch verstehen, nur wenn ihr wirklich das Bedürfnis habt. So, jetzt habe ich aber genug gequasselt hier. So, dann mache ich das so, dass ich jetzt hier drauf schreibe. Also die drei Stempel sollen jetzt hier drauf. Und damit ich dann weiß, welche ich habe, schreibe ich hier, ich meine dieses LAV brauche ich gar nicht mitschreiben. Da schreibe ich dann 907, weil das ist ja immer Lavina. Das weiß ich ja. Und die heißen Flit. Mais. Flittermais. So, dann heißen die hier, das ist denn die Nummer 892. Das ist Bumble and Hum. Süß. Die haben auch mal so niedliche Namen. And Hum. Und dann haben wir hier noch die 402 Three Woodland Mice. Oh, mal gucken, da muss ich das mal hier oben. Three
Woodland Mais. Weil bei Lavina ist es so, dass sie die auch in unterschiedlichen Größen hat. Und dann ist das immer ganz wichtig, dass man die dann auch die Nummer zugeschrieben hat, damit man sich die nicht doppelt kauft. Und auch sehen kann, aha, das ist jetzt der größere Stempel. So, dann habe ich noch die drei Hexen hier. Gehen die alle drei darauf. So, da. Ich glaube, ich mache nur zwei darauf. So. Ich mache, glaube ich, die beiden darauf. Ja, ich mache nur zwei darauf. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, werde ich dann sehen. So, und dann schreibe ich hier auch drauf. Da ist das dann die 913. Das ist Faber oder Faber. Und dann ist es nochmal die 914. Das ist jetzt erstmal jede Menge Arbeit, aber das ist natürlich cool, wenn man das nachher fertig hat und hat das so richtig schön sortiert. Ich mag das ja immer gerne, wenn das alles so ordentlich ist. Ne, das ist ja so ein bisschen meins, deswegen ist mit mir Basteln auch immer nicht so ganz einfach. Weil ich habe immer die Angewohnheit, alles immer gleich wieder wegzupacken. Wenn ich mal so ein bisschen durcheinander bin am Tag, dann klappt das nicht so. So, ich mache schon mal das Gerät an. Der braucht immer ein bisschen, bis der fertig ist. Und dann hole ich mir hier eine Laminierfolie raus. Ups. So. Vielleicht geht sie so auseinander und dann mache ich das so rein. Das fand ich jetzt cool, dass das alles bei Action gab. Das war natürlich dann auch wesentlich günstiger. So, und wichtig ist immer, dass überall so ein Rand ist, weil da setzt sich das dann fest. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis das Ding hier fertig ist. Das braucht so ein bisschen. Ich kann das ja schon mal so zur Seite packen. Mal gucken. Das wird also ordentlich heiß. Müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. So, das ist ja das Gerät hier. Das kann jetzt nur heiß laminieren. Ne, das gibt auch welche, die kalt laminieren können. Aber das kann jetzt hier nur heiß laminieren. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied da ist. So, jetzt hat das geklickt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon warm genug ist. Eigentlich schaltet er sich grün. Ich warte noch mal einen Augenblick. Also ich habe beim ersten Mal hat das auch richtig gedauert. Ich warte noch mal einen Augenblick. So, also wenn er fertig ist, dann geht diese Lampe auf grün. So, jetzt ziehe ich ihn mir ein bisschen nach vorne. Und wichtig beim Laminieren ist, das ist das Einzige, was ihr beachten müsst, dass die geschlossene Seite zuerst reinkommt. Ich meine, das ist so. So, und dann einfach reinmachen bis zum Anschlag und den Rest macht das Gerät von alleine. Ne, er zieht das jetzt ganz von alleine durch. Da hinten seht ihr, da kommt das langsam wieder raus. Es ist einfach so, dass dann die, ja, die Seiten einfach zusammengeklebt werden. Also. Und man kann wunderbare Sachen mit dem Laminiergerät machen. Aber dafür fand ich das jetzt, um Stempelaufbewahrung zu machen, fand ich das jetzt genial. Ne, es ist auch erst ganz heiß.
So, und da werde ich das nachher auch so machen, dass ich hier zum Beispiel, das ist ja hier so ein Kloblenzstempel. So ein Kloblenzstempel-Set. Und diese Sachen, die kann ich wunderbar mit Lavina kombinieren. Das heißt, ich nehme mir hier so ein paar ab und mache das ganz genauso. Schreibe da natürlich nichts hin, sondern ich mache die dann da so drauf. Und dann habe ich von meinen Kloblenzstempeln, dann sind zwar immer ein paar weg davon, aber das macht nichts. Oder ich da alle zusammen darauf mache, macht keinen Sinn, weil ich nicht alle dafür gebrauchen kann. Deswegen mache ich das nur so teilweise. So, das ist jetzt fertig. Ich mache das Gerät jetzt einfach mal wieder aus, weil das ja immer ein bisschen dauert, bis ich dann ganz fertig bin. So, und wie gesagt, Achtung, das ist heiß. So. Und ja, jetzt nehme ich mein Brett und nehme jetzt die alte Klinge rein. Das ist also die, die nicht mehr so gut schneidet. Die könnt ihr immer wunderbar noch für sowas benutzen. So, dann lege ich mir das so mittig hin und schneide das. So, das war der nächste Vorgang. So, und dann mal gucken, das sind die beiden Hexen und das ist jetzt welche ist denn jetzt Flittermäh, das ist als erstes hier. So, dann nehme ich das da raus. Ja, und das ist das eben halt, das immer rauspolen und wieder reinpolen. Ne, das war dann schon ein bisschen aufwendiger. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. So, und dann mache ich jetzt die dahin. Und so, und jetzt habe ich mir auch extra, das ist hier eine Temo-Schere. Ne, da nehme ich natürlich auch nicht meine guten Scheren, um die Folie zu schneiden. So. Gleich im Papierkorb, damit die Katzen da nicht rangehen. So. Die hätten jetzt auch so reingepasst. Ja, dann brauche ich das ja gar nicht weiter schneiden. Ja. Und jetzt habe ich so einen Klebeabroller. Und damit befestige ich die da drauf. Wenn das dann mal nachlässt oder abgeht, dann kann ich da einfach wieder was drauf machen. So, und das mache ich jetzt mit den anderen Sachen auch. So, jetzt habe ich die beiden fertig. Dann nehme ich hier so eine Folie. Und das ist hier diese, das sind diese Aktenfolien hier, die auf der einen Seite offen sind. Jetzt mal gucken, was habe ich vergessen, wie breit die ist. Ach so, war 15. Genau, war 15. Nehme ich die mal bei der geschlossenen Seite an. So, und da einmal durchschneiden. Dann habe ich zwei Stück. So, so sieht das jetzt aus hier. Da sind die drauf. So, mal darauf achten, dass man die so aufklebt, wie die auch sind, dass die so in diese Richtung gucken. Ne, damit man denn, weil manchmal haben die das auch, das Lavina Stempel hat, die sind in die eine Richtung. Und dann gibt es den Stempel nochmal in die andere Richtung. So, und dann kommt das da einfach rein. Und die Seite ist ja auf der einen Seite jetzt hier offen. Dann nehme ich jetzt meinen Tesafilm, ist auch von Action. Und die Seite, die ich geschnitten habe, dann nehme ich mir jetzt so ein Stück Tesafilm, klebe das darauf, drehe das um und mache einfach
die Seite zu. So habe ich dann zwei Hüllen. Ach so, das war ja schon da drinne. Das sind die Hexen und die kommen dann auch rein. Und wo ist dann mein Korb hier? So. So, und dann passen die dann nämlich genau rein. Und wenn ich dann stempeln will, dann kann ich mir einfach meinen Stempel rausnehmen, den ich brauche. Und dann einfach aus der Hülle raus, Stempel ab, Stempel sauber machen und wieder rauf. Und das finde ich mega cool, dass das so gut funktioniert. Ja, das war erstmal das. Und nun mache ich noch mal kurz ein Lesezeichen. Dafür nehme ich mir das hier so als Schablone. So will ich ungefähr das Lesezeichen machen. Und dann habe ich hier so eine alte Buchseite. Da reiße ich mir jetzt, mal gucken, ja, so ein bisschen schmaler muss das sein. So. So, es soll auch nicht zu lang werden. Und dann mal gucken, dann habe ich hier, nimm dir die Zeit für Dinge, die dich glücklich machen. Das muss ich natürlich jetzt so machen, dass der ganze Spruch darauf kommt, drauf kann. Und ja, dann nehme ich mal diesen Kleber hier, ein bisschen ist er ja noch drin. Ich habe mir jetzt auch neue bestellt. So, dann mache ich da so ein bisschen, dass das so ein bisschen zusammen ist hier. Und ihr könnt ja alles Mögliche da reingeben. So, das mache ich nochmal so, hier so ein bisschen, so, dass der Spruch da gleich gut drauf passt. Und hier nochmal. So. So, dann nehme ich mir hier, weiß ich gar nicht, was das jetzt für eine Farbe ist. Ich nehme das mal hier. Ich glaube, das ist hier so rotbraun. Und ink das nochmal so ein bisschen. Das ist jetzt so eine ganz schnelle Variante. So. Jetzt nehmen wir mal den Stempel. Schon mal mein Laminiergerät wieder an. Das brauche ich immer so ein bisschen. Ich hoffe, dass das reicht. Dann nehme ich noch mal meine Schaumstoffmatte her und dann habe ich das leichter mit dem Abdruck. So. So ein Lesezeichen kann man ja immer gut mit einem Buch zusammen verschenken. Ja,
Das ist doch wunderbar. Federn könnt ihr reingeben. Also ihr könnt alles Mögliche reingeben. So, das ist mal hier wieder zurück hier. So. Das mache ich gleich. So, und jetzt kommt das in die Folie. Ich mache jetzt nur eins. Ich bin jetzt mal verschwenderisch. So. Gerade. Genau. So, geklickt hat er schon. Und dann mal gucken. Oh, muss er wieder auf grün schalten. Mal gucken, wo ist die Seite. Ist jetzt richtig? Ja, hier ist die geschlossene Seite. So, nun warten wir noch 3 Stunden später. Ich warte mal, bis er grün. Ach, jetzt hat er schon grün geklickt. So, und dann einfach rein. Ihr macht das ja natürlich so, dass ihr dann ein paar Lesezeichen hintereinander macht. Und wie gesagt, da könnt ihr so alles, was nicht so ganz dick ist, könnt ihr da gut mit reingeben. Auch Sticker zum Beispiel. Das geht auch ganz toll. Boah, ist da jetzt ein Katzenhaar mit drin? Ne? So, da wollen wir mal gleich gucken, ob die Stanzer das auch können. Dass sie das, ja, jetzt macht er das natürlich. Ich weiß gar nicht, warum er das so. Da hat er noch Feuchtigkeit von dem Stempel, von der Stempelfarbe gehabt, glaube ich. Also muss man das doch ruhig gleich ein bisschen trocknen lassen. Ja, jetzt ist natürlich die ganze Folie zusammen. Die kann ich natürlich jetzt nicht mehr benutzen, aber die kann ich zweckentfremden. Eine Stempelfarbe oder sowas drauf machen. Ja, denkt dran, die ist heiß. Hatte ich, glaube ich, auch vorhin schon gesagt. So, dann nehmt ihr wieder euren Schneider. Schneidet das großzügig ab. Seite auch. So, es ist ein relativ großes geworden, aber das macht nichts. Ich lasse das ruhig so. Das ist ein bisschen größer, das Lesezeichen. Ich habe ja auch ganz große Bücher. Genau, so, und jetzt wollen wir mal gucken, ob das geht. Ne, das schafft er nicht. Aber das macht nichts, dann nehmen wir die Schere. So, genau. Ja, es könnte ein bisschen kleiner sein können. Aber es macht ja nichts. Es geht ja nur darum, euch zu zeigen, wie das geht. So, dann mache ich da ein Loch rein. So, lasse ich mir gleich nochmal ein Eyelet holen. Das geht wunderbar. Dann hole ich mir jetzt mal kurz ein Eyelet. So. Und dann mal gucken, ist das richtig? Schauen wir mal.
so wunderbar. Schön alle drin. Und dann habe ich mal hier so ein bisschen Naturband. So, und schon ist ein schönes Lesezeichen fertig und das ist doch cool und das kann ich mir jetzt in mein Buch tun. Genau, ja, hier ist das natürlich, wartet am besten ab, bis die Farbe ganz trocken ist. Dadurch habe ich hier so ein bisschen Feuchtigkeit, was er da so drin hat. Aber ist doch cool als Lesezeichen, ist vor allen Dingen schön dünn. Das ist mir immer wichtig, dass die Lesezeichen dünner sind, wenn ich die gerade in meinen ganz richtig guten Büchern packe. Ja, das ist doch cool. Ich bin schon gespannt, was ihr sagt. So, das war meine Idee, eine meiner Ideen mit dem Laminiergerät. Man kann ja noch viel, viel mehr tolle Sachen mitmachen. Und ich finde, von Action, das kann man nehmen. Das ist schon okay. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße. Vor allem bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.